Herzlich willkommen zurück zu SimCity. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht, wie das hier mit den ganzen Rohstoffen und weiß ich, was für ein Zeug alles vonstatten geht. 260 Legierungen sind schon angekommen in der Stadt. Ja, wir sind eigentlich auf dem Weg, die Elektronikzentrale auszubauen, was aber noch nicht so gut funktioniert, weil wir viel zu wenig einnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Gewinnen mit Elektronik. Was können wir sonst noch so bauen? Metall, Leichtmetall, Plastik. Ja, das bringt nichts. Und Computerdingens können wir auch nicht bauen, ne? Das war ein. Nee. Unterhaltungselektronikfabrik. Das dauert noch. Das ist ein bisschen. Blade und. Ja. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich ziemlich ein guter Zeitpunkt zur Abwechslung halber. Mal wieder in Schnallerbach reinzuschauen und dort eventuell ein Recyclingzentrum aufzustellen. Ja. Dann gehen wir nochmal darüber. Da machen wir immer noch gut Gewinn mit unserem, vielleicht können wir da auch Rohöl importieren lassen. Das wäre nicht schlecht. Dann wäre das auch schon mal abgehakt. Wir machen da ordentlich Gewinn mit unserem Tourismus und ich will mal schauen, ob das doch alles ordentlich vonstatten geht. Also, hier laufen die Legends of Rock. Das ist sehr gut. Und dort eine Sportveranstaltung. Ich glaube, die Stadt läuft einfach in Abwesenheit wirklich nicht weiter. Trotzdem, ein Prinz verfügt jetzt über Mittel zu beschützen. Ja, aha. So, wir haben da ein Klärbecken. Da haben wir einen Filter. Haben wir hier Pumpen. Und. Ja. Kölner Dom. Wir machen, glaube ich, auch noch ordentlich Gewinn. Hier 15.000. Darüber müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Straßenbahndepot. Wir haben alles auf viele Touristen umgelegt, ausgelegt. So, der Wind geht wahrscheinlich nach da. Ja, Garage für Chemieschutz. Das ist wunderbar. Ich will nur mal jetzt mal gucken. Können wir handeln? Ein Handelsdepot können wir auf jeden Fall bauen. Ich reiß jetzt einfach mal die Wohnhäuser hier dafür ab. So. Dann ein Rohöllager. Lagerkapazität 2000 Barrel. Okay. Ich baue das einfach jetzt mal dahin. Einfach so. Und sage. Importieren. Dann brauche ich noch einen Haufen Wagen, die das Zeug dort hinten hinbringen. Ich hoffe mal, das geht. Wir werden es sehen. So, Schildchen. Ohne Schild ist es kein Handelszentrum. Und was geht hier denn sonst ab? Das macht 172.000 Gewinn. Da ist noch gerade dabei. Edificio Copan. Spielzentrale, komplettes Upgrade. Wir haben die Spielzentrale komplett aufgegradet. Das ist wunderbar. Haben wir nicht noch ein anderes Casino gehabt? Oder war es nur noch das eine? Ach nee, hier. 254.000. Heiliger Strohsack. Das ist ja einiges. So, wird das hier hingeschifft. Wir stellen neue Leute an. Ach, bin ja viel zu langsam hier unterwegs. Popelberg. Hat Müllproblem. Also bitte. Umschlagplatz brauchen wir hier nicht. So, wäre super, wenn die das Öl dann automatisch nach Dingens transportieren. Nach Dingens ist zum Großprojekt. So, 1000 von 6000 Barrel. Wir brauchen 100... Wie war das? 170.000 Barrel? Ja, das kann sich eine Weile hinziehen. Was ist hier los? Stadtansicht. Mangel an Arbeitern. Sie klauen unsere Jobs. Ja, das ist schon blöd. Muss ich ja zugeben. Und Popelberg und der Müll, das ist... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ansonsten baut sich hier gerade alles auf. 82% die Sympathierate. Kann man zufrieden sein? So, Import. Wird importiert. Und dann bitte... weitergebracht. Gehen hier nur 4 Transporter?
glaube schon. So, ich würde gerne... Ach, warte mal, ich muss mal hier... So, Treibstoff. Oh, da merke ich gerade was. Öl und Treibstoff ist ja nochmal ein herber Unterschied. Oh, das ist eher doof. Kann ich eine Treibstoffverrückung bauen? Hol weiter zu Plastik? Nee, ich brauche das Ding. Nein, ich brauche... Führt das zu... Also, fügen Sie eine Destillerie-Ruhezentrale in der Region. Och. Oh, Leute. Dann muss ich... Toll. Das ist ja super. Klasse. Das funktioniert ja gar nicht. Watrot, du Sau, komm zurück. Ich hau dich. Mit deiner scheiß Arkologie. Mach doch selbst. Das hat ja super funktioniert mit dem Öl. Das muss jetzt alles wieder weg. Was können wir denn stattdessen machen? Was ist das Problem? Braucht Müllentsorgung. Ach, jetzt plötzlich. Ich habe das Ding ja ausgestellt, aber... ich dachte, dass das übernimmt jetzt der Watrot, der nicht da ist. Was ist? Dann machst du mal ein paar Minuten was anderes und die Stadt steht in Müll. Das ist doch... Schlimm ist das doch. Wo ist denn jetzt das Ding hin? Da. Mach mal an. So. Was macht hier die... Wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied. 555.000, ja. Bald sind wir so weit, dass wir noch Plastik importieren müssen. So weit kommt es da noch. Da, kein Problem. Da ist auch überhaupt... Das ist eigentlich so unnötig geworden, das Ding. Aber nun ja. Jetzt kommen die Müllwagen wieder vorbei. Das ist doch ein Witz. So, beim Müll abholen. Was macht der Müll? Läuft gerade. Ich schaue mir das mal eine Weile an. Um zu sehen, wie viel davon wirklich abgeholt wird. Ist aber auch nur sehr, sehr spärlich. Die meisten stehen im Stau fest. Das ist auch astrein. Wir machen gerade wieder Verluste. Das ist ja gar nicht schön. Aber Gewinn machen wir durch unser ganzes Exportieren. Wir sind quasi Deutschland in ganz klein. Bei der Arbeit, beim Müll abholen. 816. Das kann doch alles nicht angehen hier. Grün, Recycling. Niedrig. Pro Tag geleerte Mülleimer. Welche Mülleimer? 40? 20? Wie viele sollen hier denn noch geleert werden? Die Recycling-Dinger werden alle leer gemacht. Das ist ja in Ordnung, aber... Ich weiß ja nicht, was steht denn jetzt, was gehört denn hier noch zu meinem Aufgabengebiet? Ich kann die ja nicht irgendwo hinschicken. Außer hierhin. Ich will aber nicht. Sag ich ganz einfach, ich will nicht nach Schnodderbach schicken. Naja. Stadtansicht, Müll. Ruf nochmal die Müllkarte auf. Wir haben fast keinen Müll mehr in der Stadt. Da ist noch so ein Häufchen. Und 10 Mülleimer. Ist ja nix. 0,1 Mülleimer. Das ist so ein Mini-Mülleimer, wisst ihr? Der ist so groß wie eine Hand. Und da passt eine Papierkugel rein. Mehr ist das nicht. Das ist 0,1 Mülleimer. So wird doch instant alles verbrannt. Wo sind bitte die 10.000 Mülleimer? Zu welcher Stadt gehören die? Ich verstehe das nicht. Na, lassen wir den Müll mal Müll sein. Und wir gehen mal hierhin zurück. Ist doch alles bekloppt hier.
funktioniert das so nicht. Treibt Lamas zusammen. Berechnet Splines. Ja, ich weiß, es heißt Splines. Aber nun ja. So, was können wir hier noch anfangen? Ich weiß es nicht. So, was? Ich muss mal eben gucken. So. Ansehen in einem Tag, ja. Handelszentrale. Ach nee, Quatsch, ich wollte ja hier gucken. Technologische Innovationen. Boah, ich weiß doch nicht. Kann ich mir den ganzen Quatsch denn bauen? Tourismus. Man kann nur 3 Wahrzeichen bauen. Das ist ja auch mal doof. Ein Eventschiff. Nein, Shuttle-Schiff. Ach je. Luftschiff. Das ist damit das Eventschiff. Haufenweise Luftschiffe hier. Okay, Vollgas. Das muss der ganze Quatsch dann wieder verkauft werden. Sehr großartig. Das ist, glaube ich, gleich leer. Aber was können wir sonst noch holen? Wir brauchen für eine Unterhaltungselektronikfabrik, brauchen wir, ne? In der Region aktiv. Das heißt aber, dass wir erst mit der einen Stadt viel Umsatz machen müssen. Wenn ich hier jetzt ein Recyclingzentrum aufstehe und das ganze Plastik nach... Ja, das bringt nichts. Das macht keinen Sinn. Legends of Rock! Yay! Und hier... Sportveranstaltung. Yay! Wir kommen gerade in keiner unserer Städten wirklich voran. Weil einfach nur, weil die hier wahrscheinlich wieder ihre scheiß Ökologie haben wollen. Haltet mal die Fresse mit dem Kackding. Ich will das Teil nicht haben. Aus. Ende. So. 2 Millionen Simoleons haben wir. Da muss man doch irgendwas mit machen können. Was macht denn hier der Quatsch? 290. Okay. Das kommt alles von da. Wir schicken doch überhaupt nichts. Das Einzige, was wir vielleicht noch hinschicken können, wir holen Legierungslager und schicken den Quatsch dahin. So, Glücksspieltransaktion. Yay. Zurück in die Stadt. Jetzt dürfte das Lager ja mal leer sein. Wo ist denn das Lager hin? Da ist das Lager. Ist es leer? Gut. Bearbeiten. Abreißen, abreißen, abreißen. Und dafür Legierungslager. So, damit das alles mal ein bisschen schneller vorangeht. So. Und der ganze Quatsch wird dann auch noch importiert. Wir haben ja genug, wir machen ja eh genug Geld, also von daher importieren wir den ganzen Quatsch einfach und verschicken ihn dann. Transporter haben wir ja 4 Stück. Alles klar. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Wir sind jetzt für Legierung angemeldet, dass wir die da hinschicken. Okay. 40.000 Kisten mit Computer auch noch. Ich würde ja schon gerne das Ding weiterbauen, aber ich bin fast davon überzeugt, dass wir das mal offscreen machen müssen. Und ich weiß auch, warum hat man eigentlich keine Verbindung von hier nach hier? Das ist doch doof. Hm. Ich muss mich das mal... So. Umgedreht. Ah, doch, über Züge geht das. Über Züge, okay. Das geht dann hier hin. Puh. Okay, wenn wir jetzt Züge... Da gibt's Öl, nicht wahr? Da gibt's Öl. Okay, wenn wir jetzt über Züge das Ganze dorthin bringen... Müsste das theoretisch funktionieren. Das wird nie im Leben funktionieren. Nie im Leben. Hier ist eine Straße. Geht die echt nur bis da hinten hin? Geht bis da?
Und dann darüber weiter. So, hier ist Wasser ohne Ende. Und hier ist Öl. Wir bräuchten das Öl. Das Öl müssten wir per Zug. Per Zug, aber es ist auch wieder so eine richtig, richtig beschissen gestaltete Landschaft. Hält der Zug hier überhaupt? Genau, der fährt. Fährt denn der hin? Ich glaube, man kann hier nur. Hier kann man noch gerade so anbauen. Denke ich mal. Gerade so noch anbauen. Das Ganze wird dann irgendwie weitergeschickt. Ich weiß nur nicht genau wie. Vielleicht so. Dann dorthin. Bis dahin. Dann wieder zurück. Einmal rum. Boah. Muss den Wattrott mal hauen. Der sollte sich mal ein bisschen beeilen. Der soll mal laufen lassen einfach und Rohöl hinschicken. Was ist denn jetzt schon wieder für ein Problem hier? Nein. Immer noch nicht. Ach so. Nein, trotzdem nicht. Das ist eine Luxusstadt, die braucht keine Parks. Die hat nur genug Casinos und Sehenswürdigkeiten. 200 Grad. Ach, ich drehe einfach auf 400. Ist natürlich. So kann man es dann auch machen. Das ist dann doch alles gar nicht mal so einfach. Ja, Müll. Ach, was er nicht sagt. So. Regierungen kommen an. Kommen sie denn auch weg? Das ist die Frage. So, Handel. Da fahren die Legierungen. Wohin fahren denn die Legierungen? Die fahren weg. Okay. Das ist dann schon mal gut. Ich gehe wieder zurück zur anderen Stadt. Braucht Müllentsorgung. Was ist kaputt in dieser Stadt? Ich weiß es nicht. So, macht noch Verlust, aber es ist jetzt nicht so wild, weil wir genug Geld haben. So, ich spule mal wieder vor. Ich sehe hier kein Problem. Auch wenn da immer noch komischerweise 10.000 Mülleimer angezeigt werden. Wir müssen Plastik einkaufen, so wie das aussieht. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Warum hat Metall überhaupt? Wir brauchen doch eigentlich gar kein Metall. Wir haben noch Roherz. Deswegen haue ich das Ding mal weg und mache da noch eine Plastikanlage hin. Das ist wie das Plastik-Eldorado. So. Und dann wird das Metalllager eh völlig hinfällig. So, Metall dürfte bald weggeliefert werden. Dann ist da nur noch Plastik. 0,5 Tonnen sind noch da. Na toll. 0,8. Wahrscheinlich noch die Restverwertung. Eine. Meine Legierungen kommen ja von hier. Das ist ja echt nicht das Problem. Wo kommen jetzt gerade noch die Restverarbeitung von Metall her? Was ist denn? Metall. Mach da Dinge weg. Braucht kein Mensch. Wir machen hier noch mehr Plastik. So. Plastik ohne Ende. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Das produziert, das ist in Ordnung. Das. So, jetzt wird hier halt einfach der Metallhof überflüssig. Der ist nämlich hier. Dafür kommt dort. Am besten Prozessorlager. Ja. Damit das schneller alles verkauft wird, kommt das dahin. Lieferung verwalten, Prozessoren, Export.
714.000 bereinigtes Einkommen für Elektronik. Das ist gut. Wir brauchen nämlich noch einiges an Einkommen. Wie viel machen wir denn am Tag? Ach, nicht da. Nicht da. Da. 759.000. Das ist eine stattliche Summe. Mit der kann man arbeiten. Ich hoffe mal, das geht auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Wir haben genug Plastik, das ist gut. Lokale Lieferung ein. Plastiklieferung ein. Okay, wo ist die Elektronikzentrale? Da. Muss man im Auge behalten. Ansonsten. Steuern für obere Einkommensschicht zu hoch. Ich gebe dir gleich. Das kann für die obere Einkommensschicht nie zu hoch sein. Niemals. Alles klar. Gut, dann wird es das für heute auch wieder gewesen sein. Wir sind mehr schlecht als recht vorangekommen. Immerhin haben wir schon mal 300 von 1400 Tonnen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um weiteres. Ich weiß nur noch nicht was. Da müssen wir mal gucken. Ich danke fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.